Mal eine ehrliche Frage mit der Hoffnung auf eine ehrliche Antwort, Ihnen selbst gegenüber natürlich, ich höre ja nichts davon. Gehören Sie zu den edlen Fernsehverweigerern, die, wenn überhaupt, nur mal hin und wieder was im Kulturprogramm gucken? Oder läuft bei Ihnen die Kiste auch mit lauter seichtem Geplätscher und sie bleibt an? Ich bin, ich kann es nicht leugnen, bekennender Fernsehjunkie. Ja, dabei gucke ich gar nicht so viel. Es läuft einfach. Vor allen Dingen mittags. Wenn ich mein Mittagsschläfchen halte, dann ist diese Glotze ein herrliches Schlafmittel. Irgendwie gibt es da so seichtes Geplätscher im Hintergrund, irgendwelche seichten Gespräche. Schlimm ist es allerdings, wenn die dann plötzlich alle rumbrüllen wie die Irren. Und hin und wieder werde ich dann wach, rege mich darüber auf, was ich da wieder gucke, und dann schlafe ich wieder ein. Aber das ist gar nicht so das Thema heute. Es geht vielmehr darum, dass das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und andere herausbekommen haben, dass Fernseher ganz schön fies sein können. Nicht jeder Fernseher, zum Beispiel meiner da im Hintergrund, das ist ein recht harmloses Modell, das kann auch nicht viel, da kann man halt Fernsehen gucken und das war's. Aber es gibt ja heute diese tollen Smart TVs, heißen die Dinger. Das sind so halbe Computer, damit können sie auch ins Internet gehen und allerlei lustige Spielchen machen oder auch lieber nicht. Jetzt hat man rausgefunden, man kann die Dinger nicht nur bedienen, die Dinger bedienen uns auch, beziehungsweise ihre Hersteller, denn die gucken uns zu. Ja, nee, nicht mit einer Kamera. Aber die achten ganz genau darauf, was wir so alles machen. Einige Geräte können das, zum Beispiel einige der Firma LG hieß es. Die erfassen ganz genau unsere Sehgewohnheiten, die gucken ganz genau, wann wir Werbung gucken, wann wir die Werbung wegschalten, beziehungsweise die Kiste ausschalten so lange oder auf einen anderen Kanal zappen, weil wir diese blöde Werberei nicht mehr ertragen können oder wollen und so weiter und so fort. Die erfahren also eine ganze Menge von uns, das senden die dann an große Server, nennt man das, an große Rechner, die stehen in Korea, da sitzt nämlich die Firma LG und die können das auswerten, ob sie das tun oder nicht. Die bestreiten das natürlich, die sagen, was, nein, das ist rein eine technische Möglichkeit und das sind tote Server, wo das alles hingeht. Ja, wir haben das gemacht, wir haben das mal rumprobiert, aber jetzt sagen sie, jetzt machen wir das nicht mehr. Nein, das tun wir nicht mehr. Naja, glauben Sie das? Ich ehrlich gesagt nicht. Aber andererseits habe ich mir was überlegt. Wir regen uns da jetzt zu Recht drüber auf, dass die uns jetzt sozusagen auch noch im Wohnzimmer beobachten. Wer weiß, was demnächst im Schlafzimmer kommt, ob da vielleicht ein Chip unter unserer Matratze liegt, der irgendwelche merkwürdigen Bewegungen irgendwie aufzeichnet und weiterleitet. Naja, ich will das gar nicht so genau wissen. Aber die Smart TVs sind im Grunde genommen ja nur die logische Fortsetzung dessen, was wir alle oder viele von uns schon längst in Kauf genommen haben und uns daran gewöhnt haben. Denken Sie mal an die Kundenkarten, die wir alle irgendwo oder die meisten von uns im Portemonnaie haben. Meine Mutter, der oder jenige hab sie selig, die hatte früher natürlich kein Payback, aber die hatte ein Rabattmarkenbüchlein. Und Ende des Jahres hatte sie sogar einen kleinen Stapel davon. Da bekam sie bei jedem Einkauf, bekam sie so Marken, die konnte sie da reinkleben. Und ich glaube, das gab 3% pro Einkauf Rabatt. Und Ende des Jahres
kurz vor Weihnachten zum Beispiel, wenn das Geld mal gerade besonders knapp war, aber was besonders auf den Tisch musste, dann wurden die Rabattmarkenheftchen eingelöst und wir bekamen eine dicke, fette Gans auf den Tisch oder ein Puter oder sowas. Na, wir fanden das damals toll. Puter ist out, Gans ist out, ist mir viel zu fett, viel zu ungesund. Ich bin ja fast schon Vegetarier geworden, aber das nur nebenbei, das ist ein anderes Thema. Aber die Rabattheftchen gibt es heute immer noch, eben mit den Kundenkarten. Nur, was die Rabattmarkenheftchen nicht konnten, das können diese tollen Kundenkarten längst. Und das machen die auch, deswegen gibt es die überhaupt. Die wissen nämlich ganz genau, was wir eingekauft haben. Auch was wir nicht eingekauft haben, kann man daraus schließen. Die kennen genau unseren Geschmack. Ich bevorzuge diese und jene Marke. Ich kaufe ganz besonders viel Äpfel oder Bananen, mag ich gern. Wenig Fleisch, viel Gemüse und naja, was sonst noch, das geht euch nichts an. Und ich wundere mich dann, oder mittlerweile wundere ich mich nicht mehr, was mir immer so jetzt an Werbung auf den Tisch flattert, in Postkasten oder sonst wohin. Oder von wem ich laufend angerufen werde. Da meldet sich dann irgendein Meinungsforschungsinstitut und will mich ausfragen in Sachen Gesundheit oder Ernährung und so weiter und so fort. Dann reicht denen das nämlich noch nicht aus, was sie sowieso schon von den Kundenkarten wissen. Dann wollen sie mich noch mehr ausfragen. Ich mache da meistens nicht mit. Ich will auch niemandem dazu raten, die Dinger nicht mehr zu benutzen. Die Prozente, die man da bekommt, sind nicht viel. Es ist nicht die Welt. Wenn sich da einiges angespart hat, dann löse ich mal wieder 30 Euro ein. Aber für mich als kleinen Rentner ist das schon ganz schönes Zubrot. Dann kann ich mir mal wieder was leisten. Es muss ja nicht die Weihnachtsgans sein. Es kann ja zu Weihnachten auch mal ein schönes technisches Spielzeug sein. Eine neue Kamera. Ein neuer Rechner. Oder bescheiden, vielleicht ein Speichermedium. Alles, was das Männerherz so hochschlagen lässt. Auch Frauen mögen sowas mittlerweile. Obwohl, wenn es drauf ankommt, nehmen die dann doch lieber die Schuhe oder die Handtasche. Ja, sollen wir jetzt wirklich einfach alles verteufeln an Kundenkarten und so weiter, was uns da so überfällt und womit wir ausspioniert werden? Einerseits ja. Aber andererseits, machen wir uns nichts vor, wir können dieses Rad auch nicht mehr zurückdrehen. Die Zeiten sind vorbei und die politischen Verhältnisse haben wir nicht. Was machen wir denn da? Ja, wir müssen nur wissen, was die Dinger mit uns machen und wir müssen nicht drauf reinfallen. Wie wäre es mit einem guten alten Einkaufszettel und dann wirklich, das ist schwer, sich dran halten? Das wäre schon mal ein erster Schritt. Ja, und ansonsten protestieren, wenn ihr merkt, dass ihr ausgefragt und ausspioniert werdet. Jos van Aken.